Mein Name ist Irina Fomin, ich bin 22 Jahre alt, studiere an der Hochschule Makromedia im zweiten Semester Wirtschaftspsychologie. Ich bin am Campus hier in München, direkt an der Theresienwiese. Wir ziehen jetzt an den Stiegelmeierplatz, da freue ich mich auch sehr drauf. Also sehr zentral und total schön. Bei mir stand relativ bald fest, dass ich Wirtschaftspsychologie studieren möchte. Ich habe mein Abitur an einer Fachoberschule gemacht, im Zweig Sozialwesen. Hatte dementsprechend auch schon recht viel Psychologie, 3 Jahre lang. Und ich habe gemerkt, dass ich da, ja, es liegt mir einfach, es gefällt mir, es macht mir Spaß. Es gibt viele Bereiche in der Wirtschaft auch, die viel mit Psychologie zu tun haben. Zum Beispiel so das Klassische, ich gehe in den Supermarkt. Warum kommt zuerst die Obstabteilung? Weil es bunt ist, weil es frisch ist, weil es einen mitreißt. Und das sind so Sachen, die man unter anderem auch mit Wirtschaftspsychologie machen kann. Also es gibt die 2 klassischen Bereiche. Einmal so Marketing, Werbung eher. Also was möchte der Konsument? Und einmal eher in Richtung Unternehmen, also Unternehmensberatung, Personalberatung, wie motiviere ich meine Mitarbeiter und so Geschichten, was natürlich auch sehr interessant ist, aber ganz anders. Also es gibt viele Bereiche, die man mit Wirtschaftspsychologie machen kann. Wo ich landen werde, weiß ich auch noch nicht. Ich bin da noch sehr offen. Ich denke auch, dass es eher eine Sache davon ist, was einem dann im Endeffekt auch mehr liegt. Also ich finde Veränderungen ganz toll. Der Mensch verändert sich auch sein ganzes Leben lang. Und dementsprechend finde ich es auch wichtig, dass man sich verändert, dass man sich weiterentwickelt. Es gehört einfach dazu. Ich finde Makro ist was ganz Besonderes. Erstens, wir haben ganz kleine Kurse, was ganz toll ist, weil man dadurch einfach auch eine Beziehung zu den Dozenten hat. Die kommen auch noch alle aus der Praxis, also das ist natürlich auch ganz toll. Für mich stand eigentlich recht früh fest, dass ich an der Makromedia studiere, da meine Schwester auch schon an der Makromedia studiert hat. Ich wusste erst nicht, dass die Makro auch Wirtschaftspsychologie anbietet. Als ich das dann gesehen habe und meiner Schwester davon erzählt habe, war die Feuer und Flamme und meinte, mach das auf jeden Fall. Und dadurch hat sich das so ergeben und ja, es ist irgendwie toll. Ja.